So, wir versuchen jetzt den nächsten Namen hier. Datatanga Young, genau. Ich bräuchte eine viel heftigere Waffe wie so ein Rocket Launcher, dann hätte ich den sofort erlegt. So, jetzt versuchen wir es nochmal, wenn er jetzt hier lang fährt. Fahr hier lang! Wenn du jetzt da runterfährst, ey, ich baue dir. Fahr hier runter, du Bauer. Fahr hier runter! Jawohl! Das war dein Todesurteil. 1, 2, 3. Nein, der war zu weit! Fuck! Fuck! Schnell hier hoch, schnell hier hoch! Wo ist der? Scheiße! Das war meine Chance und ich hab's vermasselt, ey. Oh, das kann sich nur um Stunden handeln. Das ist eigentlich eine einfache Mission, die dauert nur lang. So, jetzt komm her, ich erwisch dich. Steig aus! Und wirf die Grenade. Hm, nicht weit genug. Scheiße. I work the miracles every day. Fuck! Warum? Warum wirst du so lasch? Und ich hab bald keine Granaten mehr und ich hab noch einen Triadenwagen danach zu erlegen. Na gut. Ich mach dich kaputt, Junge. Mr. Wong hätte irgendwie so einen Typ hier auch, der so verschiedene Internetseiten hat. So gibt's doch einen, oder? Oder gab's mal? Ja, die Cops stehen da und machen gar nichts. Ich wusste schon immer, dass die korrupt sind in Amerika, aber so korrupt. Scheiße! Raus! Das ist doch nicht mehr lustig. Fuck, 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 fuck. Okay. Ja, genau, sehe ich auch so. Warum erinnere ich mich daran, dass ich diese Mission bei meinem Spielstand in 0,nix geschafft habe und jetzt so lange dafür brauche? Ich weiß es auch nicht. Fuck, warum steigst du aus? Ja! Ja! Neben mir explodiert ein Auto und ich krieg dafür den Polizeistern. Wollt ihr mich verarschen? Oh, du Bauer! Ey, fuck dich doch! Fuck! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy shit! What? Und ich bin fast tot! Fuck!
habe ich Mist mit der Kamera gemacht, weil ich eigentlich den Radiosender umschalten wollte. Fuck! Okay, der eine kommt. Den erwische ich jetzt. Gut, denn der ist gleich... Nein! Wieso bin ich außer Gefecht? Der ist doch nicht neben mir explodiert! Ich hab so viel Geld für Knarren ausgegeben, das war alles umsonst! Scheiße! 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 Komm her jetzt! I'm warning you! Ich habe die ganze Scheiße jetzt umsonst verschwendet! Nein! Okay, wir fahren erstmal zu Joey zurück. Fuck! Alles umsonst. Ah. Der tote Passagier. Er schläft heute nicht mit den Fischen. Shit! 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 Just beautiful. Alright, just the guy I need to talk to. Right, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, all right? Okay. Wir dürfen jetzt seine Leiche transportieren. Das ist super. Gut, nehmen wir erstmal das Taxi dahin. Viewers, we have listeners. Okay. Anyway, Laswell, I just wanted to make your viewers aware the first international puppetry festival is next month at the fairgrounds, bro. If you're interested in becoming a puppet master or a ventriloquist, warte mal, da kann ich noch nicht hoch. Totally, I wasn't aware that there was much demand for puppet shows these days. Oh man, da kann ich noch nicht hin, dieser Bereich ist abgesperrt, das ist für später. I take my monkey puppet to the park all the time. We play hacky sack together, it's rad. But anyway, dude, at the international puppetry. Aber egal. Das führt nämlich zu den anderen Bereichen von Liberty City, die gerade noch abgesperrt sind. Jetzt fahren wir aber auf jeden Fall erstmal den Toten weg. Wahrscheinlich ist das die Foretti-Brüder. Ich wusste es doch. Da versucht mich also jemand abzudrängen. Okay, wir fahren zur Schrottpresse. Ja. Obwohl, das war doch genau die passende Musik gerade. Welcher Sender war denn das? Nee, Flashback war es auch nicht, Chatterbox auch nicht. War es Head Radio? Nein, Double Clap? Ja. Ah, diese schöne, herrliche Karambolage mit italienischer Musik. Oh, cool, jetzt liegt da ein Toter drin. Hi. Also ich meine, jetzt sieht man ihn. Ich wusste ja, dass da einer drin lag. War ja Mission Briefing. Hört dem auf! Jetzt zerschrottet mir noch den Wagen, Jungs. Stop it, man. Guckt euch schon den Mist an! Lalala! Stop it, man! Schott! Schott? Was? Schrott wollte ich sagen. Komm schon, ich muss es zur Schrottpresse schaffen. Ich kann doch nicht so weit mehr sein. Ohne dass mir einer der Ferrelli-Brüder hinten reinfällt. Wow, das war auch etwas knapp. Scheiße, die ist da unten und ich bin hier oben. Ja! Hört auf damit, Jungs. Seriously. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, du Fucker. Du Fucker, ey. Schubst der mich da runter? Alle Missionen, die ich gerade angehe, sind Fail, ey. Das gibt's überhaupt nicht. Ich mag eigentlich GTA 3, aber so ein Fail. Okay, versuchen wir uns an der nächsten Mission, die am nächsten hier ist. What about them? Clothes. What are you talking about? Laswell, clothes.
Dort gibt es wohl wieder was von den El Diablos. Hoffentlich kein Rennen wieder. Brandheiße Eiscreme. Ach, die kenne ich. Ist lustig, die Mission. I started my exotic entertainment business with nothing but the sizable contents of my leather pants. A gang of no-goods has threatened to remove my starring member if I don't pay them a cut. They threatened the wrong man, amigo. They have a weakness for the ice cream. Pick up the bomb I've hidden in Hardwood, hijack the regular ice cream van on its rounds, and lure these fools to their doom with the jingly jingly. They hide in a warehouse on Atlantic Key. Yeah? Okay! Wir holen uns als erstes die Aktentasche. Bin ich nicht hier mit dem Wagen hergekommen? Da ist er doch. Ich dachte schon, der wäre weg. Ah, mich ärgert das immer noch mit den Triaden, ey. Mit dem Triadenauto. Was mit den Forelli-Brüdern? Das ist eigentlich eins und zwei kurze Missionen. Naja, gut, die eine. Oh, Pony fahren wir jetzt. Okay. Das mit den Forelli-Brüdern ist eigentlich eine kurze Mission. Das mit den Triaden ist eigentlich eine einfache Mission. Aber ich bin zu unfähig, beides zu spielen, ne? Okay. Nehmen wir erstmal die Aktentasche. Such dir einen Eiswagen. Ja, ist weiter weg einer. Ach, kann ich hier irgendwie darüber? Gibt es eine Abkürzung? Ja. Boah. Ohne Fallen, ohne Fallen, ohne Fallen. Heiß! Okay, halt. Hello, I'm Donald Glove. Ja, sehe ich auch so. Mr. Whoopi! Packe den Eiswagen unten bei Atlantic Quay. Ich darf nur nicht zu sehr zerschrotten, weil sonst fällt's auf. Gibt's hier. Oh, es gibt hier. Ah, cool. Wir können uns jetzt die ganze Zeit Eis-Jingle anhören. Also die Jingle-Musik von dem Eiswagen. Und danach sehen wir lauter Regenbögen. Würde GTA 3 heutzutage ein Remake noch kriegen für die aktuellen Konsolen-Ports, würde hier bestimmt ein Yankat laufen. Obwohl, unserer heutigen Zeit mit diesen schlechten Musikgeschmäckern wäre es bestimmt der Gangnam-Style. Läuft dann so ein Mafiosi hier zu seinem Eiswagen und im Hintergrund läuft dann Woppa Gangnam-Style. So, das haben wir auch gleich erledigt. Steig aus und springe den Eiswagen mit dem Fernzünder. Wir müssen aber warten, bis die da hingehen, die Typen. Denn wir müssen die alle erwischen. Schön in Reihe und Glied. Oh. Noch ein bisschen warten. Eins, zwei und boom. Achso. Ich dachte eben, Wunder, warum hat er nicht gesprengt? Ich habe eine falsche Taste gedrückt. Gut, das ist eine Entschädigung.